Mithilfe der Pulsplasma-CVD-Technik können Hartstoffschichten auf Stahlwerkstücken abgeschieden werden, um diese beim Einsatz vor Verschleiß zu schützen. In Abhängigkeit von der Bauteilgeometrie und der gewählten Hartstoffschicht lassen sich bei Werkzeugen und Maschinenteilen hierdurch erhebliche Standzeiterhöhungen realisieren. Im Unterschied zur Pulsplasma-Diffusionsbehandlung, bei der Elemente aus der Gasphase in die Randzone des Bauteiles eindringen, werden bei der Pulsplasma-CVD-Beschichtung dünne Schichten auf den Bauteilen abgeschieden. Durch die gepulste Gleichstrom-Glimm-Entladung wird aus dem chemisch reaktionsfähigen Gasgemisch kontrolliert eine Schicht erzeugt. Dies geschieht bei Temperaturen um 500 Grad Celsius. Die dabei entstehenden stabilen chemischen Verbindungen zwischen Metallen wie Titan, Aluminium, Silizium und Elementen wie Stickstoff, Kohlenstoff, Bor oder Sauerstoff bilden eine stabile, gut haftende Beschichtung. Das Schichtwachstum während einer Pulsplasma-CVD-Behandlung kann durch die Veränderung der Prozessparameter Druck, Temperatur, Gasfluss usw. gesteuert werden. Dadurch ist es möglich, die Eigenschaften der entstehenden Schichten optimal an die jeweiligen Erfordernisse anzupassen. Pulsplasma-Diffusionsbehandlung, insbesondere das Pulsplasma-Nitrieren sowie die Pulsplasma-CVD-Beschichtung sind verfahrens- und anlagentechnisch sehr ähnlich. Daher ist es auch ohne weiteres möglich, beide Verfahren in einer Anlage zu kombinieren. Damit können beide Verfahren unmittelbar aufeinander folgend in einem Arbeitsgang, also ohne Unterbrechung, durchgeführt werden. Eine Pulsplasma-CVD-Anlage besteht, wie auch eine Anlage zur Pulsplasma-Diffusion, aus folgenden Komponenten: einer Vakuumkammer mit Heizung und Wärmedämmung zur Aufnahme der Werkstücke, einem Pumpenstand zur Erzeugung und Aufrechterhaltung eines Vakuums, einem Pulsplasma-Generator zur Erzeugung des Plasmas, einer Steuerung zur Überwachung und Regelung der Prozesse, einer Gasversorgung zur Herstellung der Prozessgasmischung. Die Bauteile werden, elektrisch vom Gehäuse isoliert, auf einem Chargiergestell platziert. Die Vakuumkammer wird geschlossen und bis zu einem Druck von einigen Pascal evakuiert. Die Vakuumkammer umgebende Heizung wird eingeschaltet, um die notwendige Betriebstemperatur schnellstmöglich zu erreichen. Am Behälter angebrachte Ventilatoren sorgen in Abhängigkeit der gemessenen Temperaturunterschiede innerhalb der Chargierebenen für das Einblasen von kalter Luft in den Hohlraum zwischen Kammerwand und Wärmedämmung, um so ein gleichmäßiges Aufheizen aller Ebenen zu gewährleisten. Bei Erreichen des vorgegebenen Arbeitsdruckes wird ein Reaktionsgasgemisch bestehend aus Metallspendermedium, Wasserstoff und Stickstoff oder kohlenstoffhaltigen Gasen in die Vakuumkammer eingeleitet. Zwischen der Charge und der Kammerwand wird eine elektrische Gleichspannung von einigen hundert Volt angelegt, sodass das Reaktionsgasgemisch in der Kammer ionisiert und dadurch elektrisch leitend wird. Die resultierende stromstarke Glimmentladung ist durch gasartabhängige Leuchterscheinungen gekennzeichnet. Der Beschichtungsprozess wird in Abhängigkeit vom gewünschten Ergebnis über mehrere Stunden durchgeführt. Nach Beschichtungsende werden Gas- und Energiezufuhr unterbrochen, die Vakuumpumpe abgestellt und die Kammer mit Stickstoff geflutet. Nach ausreichender Abkühlung wird die Kammer vollständig belüftet und geöffnet. Die Teile werden entnommen. Von der Platec GmbH werden Pulsplasma-CVD-Anlagen wie auch die Pulsplasma-Nitrieranlagen in Mono- oder Tandem-Ausführung, also wahlweise mit einer oder mit zwei Vakuumkammern, angeboten. Die Tandem-Version stellt eine wirtschaftliche Lösung für größere Werkstückmengen dar, da mit einer Anlagensteuerung, einem Vakuumpumpstand und einer Gasversorgungseinheit zwei Kammern nacheinander bedient werden können. Während der Abkühlphase nach einer Pulsplasma-CVD-Beschichtung in einer Vakuumkammer der Tandem-Anlage kann schon die zweite, bereits vollständig mit einer Charge vorbereitete Kammer aufgeheizt werden. Dadurch lässt sich die effektive Zykluszeit der Behandlung im Vergleich zum Betrieb einer Monoanlage deutlich verkürzen. Eine Pulsplasma-CVD-Monoanlage, die serienmäßig für die spätere Nachrüstung zur Tandem-Anlage vorbereitet ist. In der Steuer- und Regeleinrichtung der Anlage lassen sich Programme für unterschiedliche Behandlungen abspeichern. Eine Pulsplasma-CVD-Tandem-Anlage mit integrierter Hubeinrichtung für die Hauben. Die einheitliche Steuer- und Regeleinrichtung der Platec-Anlagensysteme gestattet gleichen Bedienkomfort für alle Anlagentypen. Hier einige Beispiele Pulsplasma-CVD-beschichteter Bauteile.
ein Gasflaschenventil. Zum Korrosionsschutz wurde eine Titannitritschicht mittels Pulsplasma-CVD abgeschieden. Ein Kunststoff-Umformwerkzeug, das in einem Prozess erst Pulsplasma nitriert und anschließend mit einer Titannitrit-Verschleißschutzschicht mittels Pulsplasma-CVD versehen wurde. Eine Düsenplatte aus der Kunststoffindustrie, die zur Verbesserung der Verschleißbeständigkeit der Bohrungsstege Titannitrit mittels Pulsplasma-CVD beschichtet wurde. Fräswerkzeuge aus HSS mit einer Kombinationsbehandlung bestehend aus Pulsplasma-Nitrieren und Titannitritbeschichtung mittels Pulsplasma-CVD zur Verbesserung der Verschleißbeständigkeit und Erhöhung der Standzeit der Werkzeuge.